Das ist Mareike Schama. Sie ist Künstlerin im Wendland. Mareike arbeitet mit Farbe und ihre Lieblingsfarbe ist? Bunt. In ihrer Werkstatt baut sie Möbel, macht zum Beispiel aus alten Dachbodenfunden neue Schätze. Ich möchte einfach, dass alles irgendwie ein Kunstwerk ist oder schön ist. Ich möchte einfach alles schön machen. Das ist eine Faszination, die einen, glaube ich, irgendwie nicht mehr loslässt. Also das finde ich eine unheimlich schöne und befriedigende Arbeit. Gerade hat sie alte Gugelhupfformen für sich entdeckt und baut Lampen daraus. Das war eine alte Dose von einem Brotaufstrich. Und da habe ich ein Loch reingestanzt, was genau die Größe hat von diesem Einsatz für Lampen. So. Und das kann nicht durchrutschen, weil da eben auch so ein Haken unten dran ist. Cool, oder? Und wenn da jetzt noch so eine Hippie-Häkel-Fransen da unten dran sind mit irgendwie Perlen oder so, dann sieht das doch total genial aus. Ach, da freue ich mich schon drauf. Mareike arbeitet in allen Formaten. Das große Herzensprojekt im Moment ist ein selbstgebauter Zirkuswagen. Das ist mein lang gehegter Traum, den ich mir endlich erfülle. Nicht so ganz klassisch, überhaupt nicht klassisch. Das soll ein mobiles Atelier werden und ein bisschen ein Prototyp dafür, dass Leute sich das auch mal vorstellen können, wie sowas anders und unkonventionell aussehen kann. Also es ist wie eine Erfindung. Also eigentlich bin ich wie so ein Erfinder, ne? Finde ich. Auch ihr Auto ist eine eigene Kreation. Ohne Farbe geht es bei ihr eben nicht. Und damit sorgt sie regelmäßig für Aufsehen. Die meisten Leute finden das eigentlich schön und freuen sich. Also die drehen sich zu mir hin und lachen. Und also gerade junge Leute, jetzt habe ich jetzt wieder gehabt, die haben gesagt, boah, ist das ein geiles Auto. Und ich habe das auch ganz oft, dass das fotografiert wird. Die gelernte Zimmerin ist im Wendland aufgewachsen. Vor 9 Jahren ist sie aus Hamburg hierher zurückgezogen. Auch an der Bushaltestelle in Besem hat sie ihre Spuren hinterlassen. So, und jetzt nicht erschrecken, ist richtig bunt. Hier hat die Künstlerin ihr Großprojekt gefunden. Ein Haus mit 70er-Jahre-Charme, das sie in eine Villa kunterbunt verwandelt. So, hier sind wir in meinem Knetzimmer. Das ist eigens nur dafür da, dass ich mit bunter Knete wunderschöne Muster mache, die ich dann in Scheiben schneide und auf alles Mögliche draufklebe. Ja, und hier ist mein Malzimmer. Hier wird nur gemalt. Sowas wie der hier, ein Klorollenhalter, der aus einem alten Brotbrett und aus einem Topfdeckel hergestellt ist. Und im dritten Zimmer arbeitet sie mit Holz. Und das hier ist übrigens kein Chaos, es liegen nur einfach überall Ideen rum. Über die selbstgebaute Treppe geht es auf lauter schönen Wörtern in ihren Wohnbereich. Auch hier wird in jedem Zimmer gearbeitet. Die Leidenschaft fürs Selbermachen hat sie wohl geerbt. Mein Vater ist auch sehr zwangskreativ, also von dem habe ich das wohl, ich bestimmt. Der macht ja bis heute, bastelt der an irgendwelchen Holzbildern und was weiß ich nicht alles rum. Es kommt bei mir eigentlich so rausgeblubbert, dass ich es gar nicht aufhalten kann. Also ich brauche dazu keinen Mut, weil ich muss es tun, sonst bin ich unglücklich. Also das ist es, glaube ich. Ohne Farbe bin ich wirklich unglücklich. Ihr Haus ist wie ein großer Regenbogen. Die Ideen in ihrem Kopf stapeln sich wie Stoffe in den Regalen. Und machen auch vorm schrillen Örtchen nicht Halt. Ich habe versucht, ein Zimmer weiß zu lassen, weil ich das eigentlich auch schön finde. Also ich kann mir das gut vorstellen, in einem weißen Zimmer kann man auch mal ganz runterkommen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Herzstück ihres Hauses ist die Küche. Freunde lassen sich hier gern inspirieren. Das macht mir auch Mut, selber irgendwie Dinge zu machen, die mir vielleicht verboten waren und die ich mich bisher auch gar nicht getraut habe. Und dann kommt Mareike einfach und die macht das einfach und dann guckt man und denkt, ach ja, cool, also ich nächstes Mal mache ich mich auch bunter. Mareike lebt, was sie liebt und liebt, was sie lebt. Die Pippi Langstrumpf im Wendland.